Hi und willkommen zum fünften Teambuildings-Video gegen Bene mit seinem Team Keldeo Knights. Ihr werdet natürlich wieder sein Team sehen gleich. Nur vorweg, ich habe den Kampf schon gekämpft. Der ist schon wieder ein paar Wochen hergeführt. Ich habe den Kampf da gemacht, als ich auch den dritten später gemacht habe, aus zeitlichen Gründen. Weil ich in der Woche, wo ich den fünften und den sechsten Spieltag mache und auch hochlade, Besuch bekomme und dadurch weniger Zeit haben würde für die Kämpfe, sodass ich die dann halt schon vorgespielt habe und um halt Freizeit mit meiner Freundin, sage ich jetzt mal, also es ist meine Freundin, die halt kommt, Zeit verbringen zu können. So. Also versuche ich trotzdem nicht spoilern zu reden. Ihr wisst, ihr kennt alle Bene und Bene ist halt starker Spieler. Und ich bin der Meinung, wir würden es nicht schaffen. Aber mein Ziel ist es auch nicht zu gewinnen tatsächlich gegen Bene, sondern so gering wie möglich zu verlieren. Um halt unsere Differenz gut zu behalten. Das ist unser Ziel. Wir wollen so gering wie möglich verlieren. Wenn wir gewinnen, nehmen wir gerne. Und ansonsten ist eigentlich alles offen. Ja. Kommen wir zu Benes Team. Ich weiß, wir haben alle aus der ganzen Season ihn dieses starke, eklige Team draften lassen, warum auch immer. Er hat im S-Tier eigentlich so mitunter die beste Kombination, die man bringen kann. Lando T ist ein absolutes S-Tier-Monster, also generell Pokémon, was alles beherrscht. Okay, in Gen 6 kann er noch kein Defog, also kann er noch nicht alles, aber er hat trotzdem so viele Varianten, wie er es spielen kann und er macht trotzdem noch Schaden damit, auch wenn es defensiv ist zum Beispiel. Ja. Und dann hat er noch Mega Latias. Es ist so mit Abstand das beste Draftmon. Also in einem normalen Meta kannst du es nicht vergleichen, weil in einem normalen Meta müsste es glaube ich im BL-Tier sein, in Gen 6. Oder hat öfter mal nur im Yu-Yu rumgegammelt. Ansonsten, wie gesagt, Draftliga ist das Ding so underrated. Das Ding ist so bulky und trotzdem macht es noch so viel Schaden. Und da es halt bulky Psychic-Type ist, schlechthin, kannst du halt nicht mal mit einem guten Dark-Type oder ein gutes Ghostmon, also ich glaube Gengar oder so, wäre halt schon stark, aber es ist halt ein Speed-Tie, weil sie beide 110 haben und der boxt dich halt einfach um mit einer Psychokinese oder Psychoshock und jetzt ging er auch wieder tot, so als Beispiel. Ja. Und unser einziger Dark-Type, den wir halt besitzen, ist Pandagro. Er hat zwar keine Feenattacke, deswegen können wir Pandagro meiner Meinung nach da auch reinwerfen. Aber je nachdem, welches er für ein Investment hat oder an einem Switch-Out, kann er kaum eindrücken. Wenn er komplett offensiv ist, drückt der Draco und das Pandagro auch wieder Geschichte. Ja, aber ist er bulky, macht er eigentlich uns nicht so viel Schaden, aber wir würden ihn damit gut dagegen ankommen, wenn wir dann seinen Roost stallen würden, was auch nicht gut ist. Also da müssen wir ein bisschen PP-Stall betreiben. Ansonsten würden wir es tatsächlich schaffen mit Pandagro. Okay, gut, das One-on-One würden wir nicht gewinnen, aber je nachdem, was er denn macht, und ich denke, Bene ist halt so schlau, dass er keinen Fehler sich erlaubt oder selten sich einen Fehler erlaubt. Deswegen müssen wir es trotzdem versuchen, dass wir das irgendwie hinkriegen, mit Pandagro gut zu spielen tatsächlich, weil Pandagro ist unser einziger Switch dagegen. So. Dann hat er hier noch Empoleon, was er mir tatsächlich gesniped hat. Was wir auch natürlich haben wollten, weil Empoleon bringt halt alles mit, was wir brauchen. Und also, was wir gebraucht hätten, und zwar Tarnsteine und Auflockern. In einem Mon.
Und die Werte sind eigentlich auch ganz solide. Also für ein Steel, es gibt wenige Steel-Types, die halt eine hohe Spezialverteidigung haben und die nimmt man eigentlich gerne. Und ein Water-Type ist halt auch noch durch und durch. Also ja. Empoleon, starkes Mon, sehe ich auch gegen mich. Er kann eigentlich sehr viel da reinwerfen. Also Kyurem ist halt, also Empoleon ist halt der Switch in Kyurem mitunter, weil der Eisstrahl macht dem halt gar nichts. Und wie ihr seht, geht Kyurem eigentlich gut durch sein Team durch. Mit eigentlich nur zwei Attacken oder drei Attacken so. Aber ich brauche hier eigentlich bloß Eisstrahl und Erdkräfte rein, theoretisch. Um halt alles neutral bis effektiv zu treffen. In der Theorie soweit. Aber wir müssen das natürlich erstmal hinbekommen und je nachdem, wie wir das schaffen, wird es auch so funktionieren, ne? Dann hat er halt hier noch einen Rotom, hat kein Defog, also seine einzigen Defogge sind tatsächlich eigentlich nur Latias. Also er hat keine gute Defog-Option, er hat ein, also natürlich ist Latias eine gute Defog-Option, aber er wird meiner Meinung nach nicht das gerne spielen und außerdem hat das nicht nötig, gerne defoggen zu wollen, weil er eigentlich viele Resistances hat. Er hat natürlich zwar ein Feuer-Pokémon, aber wenn er sie dann mitnimmt, wird er wahrscheinlich das früh genug spielen, um halt nicht so viel Schaden darauf zu bekommen, weil Hundemon ist jetzt ein solides zwar Feuer-Pokémon, aber jetzt auch nicht das stärkste, meiner Meinung nach. Ja, er hat halt nur das gute Typing mit Feuer und nicht so. Und hat ein Pursuit. Ansonsten geht es eigentlich. Aber das sehe ich jetzt auch meiner Meinung nach nicht gegen mich. Ich sehe halt sein S-Tier im Polion, sehe ich so in dem Bereich so. Das sehe ich zu 100%. Gravums ist tatsächlich auch so, worüber man reden kann, weil ich habe kein Switchen dagegen. Selbst Panzer Aeron, wenn er komplett Spedef ist, macht er den mit einem Boom Burst Specs Tourt. Also, ist ein bisschen verheerend. Und ansonsten, Traunmagier ist schon so ein Mon, den sollte man nicht unterschätzen, weil der ist halt relativ schnell mit 105 und den hat er eigentlich auch letzte Season lustigerweise gehabt. Genauso wie Lando T und Rotom Mo hat er eigentlich auch letzte Season gehabt, also und ich glaube die Müllhalde da, Deponitox, hat er glaube ich letzte Season auch mal gehabt. Also er hat eigentlich sein halbes Season 2 Kader gefüllt, aber machst du nichts. Ansonsten hat er hier noch Cobalion. Cobalion ist schwer zu handeln, weil weiterer Steel-Type, aber diesmal auf der physisch-defensiven Seite. Sprich, und da er auch gerne noch was anderes macht wie Empoleon, ist das ein bisschen eklig, weil Empoleon ist mehr so ein Tank und Cobalion ist mehr so dieser offensive Pivot, den du halt haben willst und deswegen nehmen die sich halt nicht viel. Sprich, kann er auch beide spielen in der Kombination. Die haben zwar beide die Kampfschwäche, aber er hat genug Optionen, um die Kampfschwäche wegzumachen. Er hat halt, wie gesagt, Lando, er hat Latias, er hat Parfiness, er hat Deponitox und er hat halt immer noch Traunmagier. Also er hat gute Optionen, seine Stahl-Pokémon oder seine Kampfschwäche generell auch noch gut handeln zu können und in Schach halten zu können, weil er hat ja eigentlich mit Gravums und mit Hundemon und Regirock immer noch drei weitere Pokémon, die auch noch wiederum eine Kampfschwäche aufweisen. Aber es soll halt trotzdem nicht so sein, dass wir unser Kampf-Pokémon mitnehmen, weil Kampf ist halt immer noch gut, eine gute Kombination gegen ihn, genauso wie es halt Boden und Eis ist. Und von daher müssen wir gucken, wie wir das halt alles regeln und ja. Das war jetzt genug geredet, glaube ich, über sein Team. Kommen wir zum meinem. Also wenn wir wirklich alles so spielen, meiner Meinung nach, wie wir das hinkriegen und auch gewinnen könnten, müssen wir das alles so spielen, dass seine Mons so angehittet sind oder je nachdem die bestimmten Mons raus sind, dass ich eigentlich mit Nidoking nur noch durchgehen müsste, weil Nidoking ist so das Matchmaking-Pokémon Nummer 1. Problem ist,
da selbst mit einem Spukball, der eigentlich nur für Traunmagel da ist, macht der jetzt nur einen Two-Hit, meiner Meinung nach. Trotzdem wir Mordes Wesen haben. Aber ansonsten, ja. Und ja, es ist halt schwierig, was wir jetzt machen dagegen. Und ansonsten müssen wir halt sehr viel umspielen. Zweites Mon ist Skarmory. Der ist eigentlich nur für Lando da. Und halt, um Tarnstellen rauszuholen oder um seine Tarnstellen wegzumachen, wenn er die auf Lando spielt. Ich denke aber nicht, dass er sie auf Lando spielt, weil er muss sie nicht auf Lando spielen, da er Empoleon hat. Er hat Regirock, er hat Cobalium. Also er hat genug Optionen, um Tarnstellen rauszuholen. Ja, ist halt ein gut durchdachtes Team, womit er halt Tarnstellen legen kann, weil man sieht, Tarnstellen waren halt für ihn wichtiger, als halt die Häser zu entfernen. Ist generell auch so, dass auch in Gen 6 auch nicht so viele Hazard Removal gab, aber ist jetzt auch egal. Ja, ist an sich das gleiche Set von den Moves her wie letzten Spieltag gegen Thais. Aber wie gesagt, ich habe den Kampf früher vor Thais gespielt, weil ich es halt nicht anders konnte. Und von daher würde ich eigentlich sagen, dass ich das Set, also das Set gegen Thais, na, danach kam halt, bevor das, was auch war, ist. Aber wir müssen jetzt so sagen, dass es ja erst das Set nach Thais seinem Set kam, also von daher. Bloß wir haben diesmal Boyenham statt Überreste. Und wir haben nicht komplett physisch-defensive, wir haben speziell defensives Wesen plus 28 in der Spezialverteidigung drinne, um, glaube ich, oh Gott, das war jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, den potenziellen Donnerblitz von Megalatias relativ okay zu nehmen war das. Oder um halt ein Soft-Switch-In zu sein, ein Explode, das weiß ich jetzt nicht. Also wir würden trotzdem in einen Move reinkommen, aber er wird uns oder so umboxen danach. Ja, also es wird ein bisschen komisch. Auf jeden Fall die restlichen Defensive ist halt dazu da, um halt eine Steinkante von einem offensiven Lando halt gut zu nehmen. Ich glaube, ich würde sie sogar gut auf plus 2 nehmen. Meiner Meinung nach. Ja, ansonsten können wir halt nichts anderes machen, außer Wirbelwind drücken. Ist halt nicht gut, aber ja, mir fehlen halt so ein paar Optionen, dass ich Skarmory ein bisschen anders spielen kann, meiner Meinung nach. Die habe ich jetzt nicht so gut genutzt und deswegen müssen wir das halt so rumspielen, dass wir das irgendwie hinbekommen, vielleicht zu gewinnen. Aber ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass mein Wunsch es ist, auch zu gewinnen natürlich, aber so mein erster Wunsch ist, so gering wie möglich zu verlieren, wie es halt nur geht. Also gering wie möglich heißt 1-0, maximal 3-0 würde ich halt noch nehmen, tatsächlich. Um halt mit meiner Differenz relativ gut dazustehen, weil ich will wirklich nicht so enden wie letzte Season, tatsächlich. Ja. Kommen wir zum nächsten Mon. Und da ist wieder so ein exotisches, so ein exotischer EV-Split mit einer sehr interessanten Kraftreserve. Wir haben Kraftreserve Boden, nur um Cobalium angreifen zu können, weil sonst macht Bisaflor tatsächlich nichts gegen Cobalium. Wir hätten rein theoretisch auch Leech Seeds spielen können, weil er hat zwar Rotom Moe, aber der macht Rotom Moe macht nichts gegen Venu und da können wir aber Sludge Bomb drücken, also ja, oder er wechselt vorher raus, aber wir können ja trotzdem Sludge Bomb drücken oder was weiß der Geier. Und generell, das Set ist jetzt hier auch so, ist, glaube ich, so gemacht, dass ich ungefähr den gleichen Schaden kriege von einem Latias. Der boxt mich zwar so oder so um, aber wir sind trotzdem gut aufgestellt, was das angeht und würden auch einen Adamant Band Cobalium, also mit einem Eisenschädel, gut leben. Der wird, glaube ich, nur ein 3-Hit sein, sonst ist er, glaube ich, ein 4-Hit oder 5-Hit. Aber 5-Hit ist jetzt sehr gering, glaube ich, von der Wahrscheinlichkeit. Aber ansonsten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bin ich im Vorhit. Das weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht so genau. Und ansonsten halt, ja, diese Moves halt, ne?
Wir machen auch mit der HP Ground natürlich auch guten Schaden gegen Empoleon und könnten rein theoretisch die Schukeberry ihm halt dadurch zunichte machen, die vielleicht drauf sein könnte, um mit Nidoking halt nicht zuerst die Schukeberry zu aktivieren, sodass er kaum Schaden kriegt und er uns dann mit dem Scald umboxt. Ja. Genau das gleiche ist halt eigentlich auch wie mit Cobalion, wenn er da die Schukeberry drauf hat, ist gleiches System. So, ne? Ja, kommen wir uns zu unserem Latios-Check Nummer 1. Also Special Dev AV Pandagro. Ja, wir leben sogar. Also wenn er Traunmagie bei hat, braucht er eigentlich nur zwei Moves. Und zwar Spukball und Zauberschein. Und selbst die Kombination böllert mich auch eigentlich so gut weg. Und Zauberstein braucht er ja eigentlich nur für Pandagro. Mann, ey, ich bin immer müde, wenn ich aufnehme. Warum auch immer. Ja, und das heißt eigentlich, dass wir den sogar leben. Wir leben sogar, glaube ich, ein plus 1 Zauberschein von einem Traunmagier. Und er würde von einem Knockoff einfach sterben. Wenn er nicht sowas wie Sub spielt. Also wir müssen halt gucken, je nachdem, was er halt spielt, sind wir mit Pandagro relativ gut aufgestellt. Problem ist, wir müssen halt Pandagro entweder für Latias einsetzen oder für Traunmagie, je nachdem. Ja. Und er kann halt mit Gangshot noch. Also Gangshot ist eigentlich auch nur drauf, wenn er Puffiness bei hat, um halt Puffiness halt guten Schaden zu drücken. Ansonsten drücken wir eigentlich sonst nur Knockoff Drain Punch. Crunch ist halt noch drauf, um halt den besseren Schaden zu machen gegen Latias, weil der macht, also im Knockoff macht weniger Schaden gegen Latias, weil es ja Mega-Pokémon ist und dadurch, dass der Mega ständig abgeschlagen werden kann, macht Abschlag weniger Schaden und dadurch haben wir halt den Knirscher drauf. Ja. So, kommen wir zum vorletzten. Kyurem, wie gesagt, geht durch sein Team durch, deswegen haben wir hier ein Live-Op-Set. Wir sind zwar nicht schneller als alles, aber es ist ja eigentlich dazu da, dass Nidoking am Ende durchgeht. Deswegen soll Kyurem eigentlich mehr so im Early Game breaken, sodass halt Nidoking durchgehen kann. So in dem Sinne, aber Kyurem kann auch im Late Game gut was machen, meiner Meinung nach, weil er nicht so viel rein switchen kann in einem Draco zum Beispiel. Er kann halt zwar schon Empoleon reinwerfen, aber das ist eigentlich somit und das einzige Mon mit Puffiness, was in einem Drachen-Move reinkommt, gut. Aber er muss ja trotzdem auf eine Erdkräfte und auf eine Flash-Cannon halt aufpassen, die Kyurem natürlich auch beide beherrscht, die ich auch natürlich auch drauf habe. Ansonsten will er ungern was in den Draco reinwerfen. Cobalion nimmt den Draco jetzt auch nicht so gerne, weil er, wie gesagt, eine höhere Verteidigung hat als eine Spezialverteidigung. Also von daher, ich cure mir das Mon, was halt diese Switch-Outs, also die Switches von Bene halt forcen soll, sodass wir halt dadurch halt immer wieder diesen Schaden kriegen, meiner Meinung nach. Ja, und ansonsten haben wir als letztes noch spezielldefensives Somnivora, um halt als weiteren Softcheck neben ihm hier Pandagro noch was gegen Latias zu haben. Wir haben halt Donnerwetter drauf, um halt alles zu paaren, bis auf seinen Boden-Pokémon, also und sein Elektro-Pokémon, also hier bis auf die beiden, können wir alle paaren. Und wenn wir das geschafft haben, sind wir natürlich mit Kyurem natürlich wieder noch mehr im Vorteil, weil Kyurem denn schneller ist als alles andere und dadurch noch mehr Druck aufbauen könnte als Nidoking, weil wir die Option haben, Moves zu wechseln anhand des Life-Orbs, können wir dann halt viel machen. Aber das müssen wir natürlich auch erst schaffen und das wird schwierig meiner Meinung nach, weil wir Somnivore auch nicht in alles reinwerfen können natürlich. Deswegen müssen wir das irgendwie so spielen, dass wir es hinkriegen. Und natürlich unsere einzige Switch-Advantage-Option mit Baton Pass. Ja. Ich glaube, das war es dann aber auch erstmal gewesen, weil ich glaube, meine Stimme ist langsam im Arsch, weil ich das zweite Teambuildings-Video jetzt hintereinander aufgenommen habe. Und ich kann nicht viel hintereinander reden, denn entzündet sich mein Hals ziemlich schnell. Naja, machst du nichts. Mit den Worten sage ich ciao.
bis morgen zum 5. Spieltag gegen Bene. Und ansonsten haut rein. Tschüss.